Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam. Und ausgemacht. Guten Morgen. Mittag und Abend. Mittag und Abend an den Endgeräten. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Riesen-Podcastes von Korrektiv Ruhr. Wir und heute mit Josef Goebbels. Würde ich sagen, wenn ich Pressesprecher der Polizei in Sachsen wäre. Nein, Martin Kais und David Schraven. Die Polizei in Sachsen, ne? Hammer, oder? Hammer. Also da gehen Kollegen von der GdP, da werden sie nicht drin sein, die werden eine eigene Gewerkschaft haben, die gehen dahin zu irgendwelchen Einsätzen als Uwe Bönhardt. Und jetzt kommt's, David, das ist ja nicht alles. Sachsen ist ja offensichtlich immer mehr dabei, zum misslungenen Versuch der Demokratisierung nach 1945 zu werden. Wir können nachher mal vielleicht reden, weiß ich nicht, über Angela Merkel und die Kanzlerinnendämmerung und die Abwahl ihres Lieblingskauder. Wir müssen auf jeden Fall auch über Erdogan reden. Ja, da komme ich gleich zu. In Sachsen gab es nämlich auch einen neuen Fraktionschef und der war auch nicht vom Ministerpräsidenten vorgesehen. Der heißt Christian Hartmann, der neue Chef. Das ist der gesagt hat, Koalition AfD kann ich jetzt nicht ausschließen. Ja, Respekt vor dem Wählerwillen. Das heißt also, nach der alten Rote-Socken-Kampagne, die ich immer so unglaublich doof fand, da steckte Peter Hinze noch hinter. Gott hab ihn selig. Also das ging damals um die möglichen Koalitionen zwischen SPD und PDS. Gibt es jetzt eine neue Kampagne, die braune Buchsen-Kampagne, macht die CDU-Nummer mit der AfD. Und also Hartmann, dieser neue Fraktionschef, gegen den Willen der Parteileitung da gewählt, ist natürlich was von Beruf? Lehrer? Polizist? Nein. Ja, natürlich. Boah. Also man muss sich jetzt so langsam fügt sich da immer mehr zusammen. Also. Ich finde das total interessant, weil das ist für die CDU natürlich ein Riesending, ne? Weil die haben ja üblicherweise, war die CDU immer so eine Partei in der demokratischen Mitte, die sich halt genau gegen diese beiden Sachen verwehrt haben, rechts außen, links außen. Ja. So, nein, das wollen wir nicht, das lehnen wir ab. Für mich spricht daraus einfach nur Panik. Die Typen sind panisch. In Sachsen sind die so panisch vor dem Machtverlust, dass die halt ihre Prinzipien aufgeben. Und ich glaube, das beschleunigt den Machtverlust erheblich. Wo du jetzt, das glaube ich auch. Wo du über Erdogan reden willst, habe ich natürlich was mitgebracht. Hast du das mitbekommen, diese virale Kampagne zum Thema Scrabble? Nein. Ach, du kriegst ja auch die wichtigen Themen nicht mit. Scrabble gehört mittlerweile, bei mir steht noch, guck mal hier, was da steht, Bierspiel. Die Klötzchen sind bei mir noch aus Holz, ist anscheinend mittlerweile bei Mattel gelandet, dieses wunderbare Spiel. Die hatten so eine Viralkampagne im Netz. Hey, da war McFitty und sagt, hey, Buchstaben YOLO. Also Scrabble heißt jetzt, wo es 70 wird, angeblich nicht mehr Scrabble, sondern Buchstaben YOLO. Ich habe noch die alte Version, als das nicht Scrabble, das war ein Witz, das haben sie nachher aufgeklärt. Ashbridge haben sie gesagt, alle hatten das geschrieben, ja, sind die jetzt doof geworden bei Mattel. Und dann hat Mattel die Werbung hinterhergezogen. Hey Leute, das war ein Joke. Und ich kenne ja Scrabble noch aus der Zeit, als es noch Grabbel hieß und man gewonnen hatte, wenn man Adolf Hitler mit dreifachem Buchstabenwert anlegen konnte. Und ich wollte jetzt die einfach so ganz nebenbei. Wir machen mal die einfache Version. Du weißt, dass ich das nicht kann, ne? Ach, du bist ja Legastheniker, stimmt. Nein, erstmal bin ich abtrainierter Legastheniker und der zweite ist, ich habe nie Scrabble gespielt. Ich auch nicht. Nicht ernsthaft. Pass auf, man muss das legen, ist doch scheißegal. Normalerweise müssen wir das so gegeneinander machen. Ich versuche jetzt einfach mal Erdogan zu legen und dann musst du versuchen, da haben wir das O, du redest weiter. Erdogan ging auch. Nein, ging nicht. Du erzählst mir Erdogan. Was denn los war zum Thema Erdogan? Ich rede ihn wieder tot, das mache ich gerne. Wir hatten in der letzten Woche einen Breitgrinsen, das ist so eine Grinsekatze neben mir hier Schraven, wo ich sagte, haha, wenn der Erdogan kommt, dann könnte doch Can Dündar, einer der großartigsten Journalisten dieses anderen Landes, aus dem Erdogan kommt, dann könnte ja Can Dündar, der ja hier im Exil sitzt, ja einfach in die Pressekonferenz stürmen und mal ein paar nette Fragen stellen. Wie ist das weitergegangen? Du wusstest damals schon mehr. Ja, also die Grundidee war halt, dass Erdogan nicht ausweichen kann. Der kann halt nicht ausweichen auf einer Pressekonferenz. Und wenn Can aufgetreten wäre irgendwo als Protestredner, dann begibt er sich aus seiner Rolle als Journalist in eine Rolle als, weiß ich nicht, wie soll man sagen? Aktivist oder Aktivist heißt das heutzutage. Wie auch immer. Auf jeden Fall verlässt er seine Rolle. Und dann war halt der Gedanke, nee, wieso die Rolle verlassen? Man kann auch einfach in der Rolle bleiben und Fragen stellen, genau, was Journalisten machen.
Hat er gemacht, die Akkreditierung hat er gekriegt, war ein Riesenaufriss, war nicht so einfach? Nee, freilaufende, Nicht-Terroristen, Journalisten, ja, ganz Ärger, klar. Ja, da gab's so eine Fahndungsliste. Nee, und jetzt muss ich die Geschichte mal ein bisschen erzählen. Also die Akkreditierung hat geklappt, das heißt, der wurde dann auf die Liste gesetzt. Die Bundesregierung hatte für die Pressekonferenz zwei Listen. Eine war für türkische Medien, eine war für deutsche Medien. Okay. Jetzt konnte man natürlich Can nicht auf eine türkische Liste setzen, weil die türkische Liste wird von den vom türkischen Korrektur gelesen. Botschaft bestückt, beziehungsweise von der türkischen Regierung. Und dann war er halt auf der deutschen Liste. Das hat geklappt. Dann haben die aber die deutsche Liste natürlich auch übertragen, damit die Türken drauf gucken konnten. Und dann sind die quasi im Sitz nach hinten gefallen. So Tee aus dem Gesicht gefallen. Und dann haben die halt gesagt, okay, dann beantragen wir jetzt die Auslieferung von Can Dündar als Agent, Terrorist und was nicht alle, ne, Staatsverräter und verurteilte Flüchtlingen, was weiß ich. Haben die gemacht. Das hat natürlich zu verdrehten Augen geführt, diesen Merkelschen Augenrollen, was du kennst, was die bei Putin schon manchmal hat. Das ist Und dann haben die gesagt, ja, nee, machen wir nicht. Ne? So, der bleibt hier und Fragen aber ausstellen. Dann hat Erdogan und seine Freunde haben die Situation in Windeseile so dermaßen eskaliert, dass der Erdogan, als er im Auto saß zur Pressekonferenz, echt hart gemacht hat und gesagt hat, wenn der Can da auftaucht, dann fahre ich mit meiner Karre am Kanzleramt vorbei. Ist mir dann egal. Ja. Krasse Nummer. Ja, was heißt das Ziel erstmal erreicht? Halli und hallo, die Post ist da, kommen Sie rein. Ja, alles gut. Gegen Unterschrift muss er. Danke, danke. Hoffentlich schöne Bücher. Na, das weiß ich jetzt nicht. Entschuldigung, nee, stehen. Ja. So, danke. Danke. Danke, tschüss. Ja, tschüss, tschüss. Ja, aber das müssen wir ja noch erweitern. Das ist Erdogan gibt keine Punkte. Ich habe das gerade das G bringt 2, ansonsten. Ja, ja, du bringt nichts. Das kommt, das tun wir mal weg, oder? Behalte ich jetzt, dann muss ich gleich nachgucken. Ende vom Lied war, Can hat gesagt, Moment, wenn es doch nur um die Fragen geht, dann geht es nicht um die Person. Warum soll ich jetzt nur durch meine Person, durch mein Dasein, durch meine Existenz, Erdogan die Chance geben, der Pressekonferenz auszuweichen und den Fragen auszuweichen? Hat zurückgezogen, die Fragen weitergegeben, dass sie gestellt werden konnten, zumindest der Versuch war da, war ehrenhaft. Gefragt wurde dann irgendwie gar nichts oder so. Also so oder wie das Essen war oder so. So wie das Essen war. Aber das ist dann noch weiter eskaliert, weil dann natürlich mit einmal alle wissen wollten, was ist denn da los? Ja. Und dann haben wir bei uns, bei Korrektiv, eine Pressekonferenz gemacht, wo dann eben Can seine Sichtweise auf Erdogan darlegen konnte. Und ich glaube, der Erdogan hat sich so dermaßen in den Fuß geschossen. Wenn er einfach da gesagt hätte, nee, dann soll er Can noch Fragen stellen, da wäre gar nichts passiert. Aber der ist nicht besonders klug, ne? Der ist, nein, der ist ja auch nicht leger oder sowas. Ja, also so ein amerikanischer Präsident hätte irgendwie dumme Witze gemacht über sich, den Journalisten hätte ihn notfalls geküsst oder umarmt und gesagt, ja, mein Bruder, ich muss dich zwar ins Gefängnis schmeißen, aber ich liebe dich. Aber ich finde das auch so total unklug von Erdogan. Ja, natürlich. Der kommt nach Deutschland, der kommt ja nicht hier hin, weil er Bock hat oder so. Oder weil er schon, der will ja Kohle haben. Ja. Aber du kannst doch nicht zu einem sagen, sag mal, gib mir Kohle und dann auf den Teppich kacken. Du kannst doch nicht sagen, das konntest du alles Faschisten, alles nach. Was haben wir verrückt gemacht? Also Brezhnev hat damals den Mercedes kaputt gefahren, da am Petersberg. Das war noch eine geile Nummer. Ne? Das ist legendär. Man hat ihm da so eine Karre hingesetzt und sagt, oh, ich fahr mal selbst. Und dann war dieses Tempo und diese Beschleunigung und diese Kurven waren alles nicht gewohnt und der Wodka war schlecht oder so. Da hat er die Karre, glaube ich, platt gemacht. Mit solchen Leuten hat man zusammengearbeitet. Natürlich, also es gab ja die Frage, also darf man Erdogan mit Teppich und ich weiß nicht, was alles begrüßen? Natürlich, muss man. Ne? Das ist halt, nennt sich Politik, glaube ich. Und man hat auch Pinochet empfangen und man hat andere empfangen. Und dann gab es immer so blöde Tricks, ja. Dann war irgendein, ich glaube, Bundespräsident, ich weiß gar nicht, ein Politiker, der so einem Assi nicht die Hand geben wollte, der hat sich dann einen Verband um die Hand legen lassen und gesagt, tut mir leid, heute gibt's. Das Protokoll verlangt das. Und wenn man irgendwas bewirken will, muss man reden. Und ich glaube ja, ich fand es großartig, was jetzt bei Can und was Korrektiv und Özgürüst da gemacht haben, weil mit wenig Aufwand das Maximale erreicht. Es gab ja diesen anderen Kollegen, es gab ja in der Pressekonferenz einen Kollegen, einen Fotojournalisten, Adel Yid, also YIG mit Aktion IT, der dann protestiert hat in der PK.
finde ich, sollte man nicht machen. Das ist eine Frage, kommen wir mal, kannst du mal was zu sagen als Journalist? Ich finde, dass dafür ist eine PK nicht da. Er hat es gemacht, finde ich auch gut. Und alle haben das Maximum erreicht. Er wurde rausgezerrt von irgendwelchen Sicherheitsleuten und er musste gar nichts mehr machen. Also ich glaube, der wird auch nicht böse sein. Also sein Protest hat ja funktioniert. Hat funktioniert. Aber also ich finde auch erstmal noch zu diesem Reden. Ja. Ne? Ich finde das natürlich total richtig. Erstmal, dass Erdogan kommt. B, dass wir den empfangen. B, ja. C, dass wir dann die ganzen Themen, die wichtig sind, auf den Tisch bringen. Ja. Die Merkel in der Pressekonferenz sagt dann so, hier, deine ganzen politischen Gefangenen, ja, das können wir ja wohl nicht machen. Ne? Und mehr kannst du doch gar nicht erreichen. Ja, der ist Yücel auch rausgeholt, das muss ja, man mal sagen. Das ist doch alles in Ordnung. Ja, das ist alles in Ordnung. Ne? Und langfristig, glaube ich, ist das eine total spannende Svaroufakis. Als damals der Varoufakis und diese linke Regierung in Griechenland versucht haben, Europa zu erpressen, weil sie halt ordentlich Kohle haben wollten und keine Wirtschaftsreform machen wollten. Da sind die Europäer hart geblieben und haben gesagt, nee, ihr kriegt Kohle, aber nur, wenn ihr Reformen einleitet, dass euer Staat irgendwann mal wieder funktioniert. Jetzt ist Erdogan nicht mal in der EU. Der ist nicht mal in der Eurozone. Womit will der Druck machen? Was will der? Weißt welcher du? Döner? Schlechter Döner. Der hat nichts zum Druck machen. Und ich meine, der ist NATO-Mitglied. Der lässt die deutschen Jets dann mal wieder nicht bei sich landen und starten. Dann muss ja, man dann wieder ist das doch in Ordnung. Dann sagst du halt, ja, ist egal. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Das Irre finde ich in dieser Selbstüberschätzung. Ne, erinnert er mich an so eine Figur, die ich so aus den Schulzeiten so kenne. Ne? So ein Typ, der total scheiß Karten auf der Hand hat. Ja. Aber alles auf seine Karten setzt und der ahnt, dass die anderen alle tolle Karten haben. Und der kann strategisch nicht so weit denken, dass der, wenn der dann nachher mitspielen will, dass er sich von einfallen lassen muss, dass hier mit den anderen zusammenkommt. Hm. Der poltert rum, sagt dann zu uns, ihr seid alles Nazis, dann will er Kohle haben, dann wird nicht passieren. Aber es funktioniert intern noch, also das kackt ihm gerade ab, ja, die Wirtschaft kackt ab, ist ja nun meine ziemlich schuld dran. Und was macht man nach außen Puppans aufbauen? Ne? Also hier, wir haben alle, ihr habt die Dollars, mein Geld hat er. Weißt du, nochmal dran erinnern, meine 50 Uhr, ja. Dings. Weißt du, wer das gemacht hat? In der französischen Revolution, in der französischen Revolution, als die Republik gegründet war, oder zumindest die konstitutionelle Monarchie gegründet war, dann hat dann der damalige Revolutionär Brissot gesagt, wir müssen sofort Krieg führen, ja, um die Nation nach innen zu festigen. Dann haben die Franzosen ohne Kohle, ohne Soldaten einfach mal Österreich den Krieg erklärt. Und darum geht das. Das geht nur Festigung nach innen durch Gegner nach außen. Also, aber das kann man alle machen, wenn man Kohle kriegt. Immer noch bei und die können uns nicht überfallen. Wie sollen die uns überfallen? Das die machen die Grenzen auf und geht doch gar nicht mehr. Die Grenzen sind doch mittlerweile gesichert. Der kann doch selbst sein Flüchtlings. Keine Balkan B um Ungarn herum? Nee, okay. Scrabble, Grabble, YOLO. Erdogan. Ich habe jetzt hier dreifacher Wortwert. Wenn ich hinter Erdogan ein C lege, das ist zwar ein neues Wort, was noch nicht im Lexikon steht, aber Erdogant, das ist wie arrogant, ignorant und Erdogant und gibt halt 28 Punkte. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, Doppelter. Nee, dreifacher. 14. Dreifacher. Ja, arrogant. So, ich liege weiter. Merkel am Ende. Alle sagen am Ende, also der Anfang vom Ende. Was glaubst du denn? Ja, ich glaube, also eine bekannte Freundin von mir, die mal Vorstandsmitglied in der CDU war, sagt, immer schreibt das Ende von Merkel ist nah. Das stimmt, das schreibt die Presse schon ziemlich lange. Und das könnten ja auch Sachfragen sein, die dahinter stecken, dass dieser Wahnsinnige da aus Ostwestfalen, aus Reda-Wiedenbrück gewählt wurde. Mach alles sein, aber die Außenwirkung ist eine andere. Also ich habe keinen einzigen Beitrag gelesen, der sagt, nee, es ging nur um Sachfragen und Kauda hat immer so dumme Sachen da, Leute angemacht oder so. Natürlich ist das ein Zeichen. Und wenn es nicht so gemeint war, dann wird es so verstanden. Es wird von allen so verstanden. Und insofern ist das eine bitter böse Niederlage für Frau Merkel und lustigerweise auch für Armin Laschet. Weil Laschet auch gesagt hat, brauchen wir nicht. Wir haben genug Nordrheiner und Westfalen in Berlin, die unsere Sache machen. Also er war auch explizit gegen diesen Mann. Yep. Ich bringt einiges durcheinander. Ja, in Gefüge. Ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich habe aus Berlin jetzt von den Leuten da das mitgekriegt, die Merkel-Nachfolge, die ist im Prinzip soweit geregelt. Also und zwar soll das so aussehen, dass die Kram-Karrenbauer, bitte nicht. Lass mich doch mal erzählen, dass die Kram-Karrenbauer, die soll Merkel beerben als Parteivorsitzende und dann nach einer Übergangszeit vor den Wahlen noch die Kanzlerschaft übernehmen. Das ist der grobe Fahrplan.
Und in diesem Fahrplan, da entwickeln sich natürlich eigenständige Sachen. Und das Eigenständige heißt, Machtverhältnisse werden neu ausgespielt, neue Bündnisse werden geschlossen, neue Strukturen werden aufgesetzt. Und dazu gehört eben diese Abwahl. Von daher ist das richtig, dass das Merkel-Ende ist, droht. Mhm. Aber das ist kein von außen gesteuertes Ende, sondern das sind die Nachfolgestreitigkeiten. Ja. Also völlig normaler Prozess. Aber das heißt schon, du gehst auch davon aus, dass das Ende sich... Ich meine, das ist geplant, das soll eh passieren. Ja, ja, das geht jetzt nur ein bisschen um den Zeitpunkt, wann. Und dann geht es darum, wer aber dann da wirklich mitkommt. Ist doch weitestgehend talentfrei. Also die ist doch, das ist doch, Entschuldigung, für Saarland reicht. Es gibt immer so Schmähvergleiche, ja. Der Waldbrand in Kanada ist dreimal so groß wie das Saarland. Oder die Intelligenz in der U-Bahn in New York ist fünfmal so hoch wie die Gesamtintelligenz im Saarland. Also ich meine, saarländische Ministerpräsident, ich bitte dich. Also das ist doch... Was ich halt so glaube, ne? Die, also ich weiß nicht, mir geht das, mir geht das, aber bei O, mir geht das so ein bisschen darum, wie die CDU sich da als Partei formiert, ne? Ja. Und du hast halt eine Verbürgerlichung, so eine Liberalisierung in der CDU gehabt mit Merkel. Und du hast ja traditionell diese zwei großen Flügel, diese städtische liberale Flügel in der CDU. Der immer klein ist, der ja auch nichts zieht, die gewinnen ja keine Großstadt. Die stellen ja kaum Oberbürgermeister. Essen. Ja. Aber ein paar haben sie so. Ja, da und dann hast du den zweiten Flügel, das ist auch der Flügel, der mit den Grünen koalitionsfähig ist. Mhm. Dann hast du diesen anderen Flügel immer gehabt, der so konservativer, verbohrter war. Diesen Flügel, den du eigentlich nie brauchst. So. Und jetzt ist das passiert. Dieser rechte Flügel der CDU, der hat sich abgeseilt zur AfD. Der hat dann eine sehr große Nähe. Der geht dahin, tendiert dahin. Und was ich mich frage, ist, wenn das war die hessische CDU eigentlich immer, ne? Das war der rechte Flügel eigentlich der CDU. Komplett. Genau, die gehörten dazu. Mhm. Und die, also viele, ne? Ostdeutschland viel. Und wenn aber der Flügel weg ist und Kram-Karrenbauer diesen anderen Flügel bedient, diesen Merkel-Flügel weitergeht, aber diese Kunst von Merkel nicht beherrscht, einfach alle auszusitzen, dann kann das einfach nur Buff machen und der ganze Spaß ist zu Ende. Und das kann ich mir vorstellen. Die Grünen sind mittlerweile bei 17%. Warum geht denn dann nicht der linke Bereich, oder nicht linke, dieser liberalere Bereich der CDU, einfach in den Grünen auf? Ohne Scheiß. Dann hast du eine neue Volkspartei, dann kommen die Grünen auf 30% und die CDU selber, die gibt es halt nicht mehr. Da gibt es ja kein Patent drauf. Gerade eben angekommen, die neuen Reportagen, ein ganz tolles Reportagemagazin, diesmal mit Geschichten von Barbara Bachmann. Dieses Tier ist eine Sache. Wie viel Persönlichkeit hat ein Orang-Utan? Das ist gemein. Ich glaube, das will ich nicht lesen. Es gibt ja diese wie heißt der, ID-Nobelpreis, diesen alternativen Nobelpreis für besonders irre Forschung. Es gibt eine Forschung, dass die Affen im Zoo den Menschen genauso viel nachmachen, wie die Menschen die Affen nachmachen. Aber oh ja. Egal. Du bist auch Affe, ich bin Affe, wir sind alle Affen. Und woran erkennt man das? Dass man beim Reden immer mit den Händen nach oben ist. Wenn die Leute nämlich so machen, eigentlich braucht man das nicht. Man muss die Hände nicht bewegen beim Sprechen. Wir machen es aber. Warum? Weil wir Affen sind. Wir wollen Dinge begreifen. Wir wollen sie nicht verstehen. So. Jetzt hat er mich wieder... erzählt. Du wolltest was vom Bottrop oder so. Nee, ich war nur bei Merkel, die CDU-Landesgruppe. Kennt die überhaupt irgendjemand? Kennst du die CDU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag? Nein. Eben, kennt keine Sau. Ich habe da Namen rausgegoogelt. Silvia Benning, Ansgar Heveling, Kerstin Radomski, Marie-Louise Dött, Matthias Hauer, Uwe Schummer, Dr. Carsten Brodesser oder Brotesser, Wilfried Oellers und Hans-Jürgen Thies. Das sind alles Talente der CDU-NRW, die in Berlin rumsitzen. Und ob sie sitzen, stehen oder liegen, macht, glaube ich, keinen Unterschied, oder? Jemals gehört irgendeinen der Namen? Nein. Irre, ne? Bottrop zweifach. Das Schöne ist, wenn ihr jetzt diesen Podcast nicht nur hört, sondern seht, ich werde irgendwie erstrahlt. Das ist Wahnsinn, ne? Also hier so. Das ist die Erleuchtung, ey. Das ist der Weltgeist, der vorbeireitet. Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ich habe keine Idee. Bottrop, doppelt in den Medien. Das eine ist das große Emscher-Pumpwerk, also die Kacke wird nach oben gefördert bei euch. Da waren sie alle da in so einem Zelt, was eilends aufgebaut wurde. Armin der Laschet hat so eine Rede gehalten und man merkte, wenn es dann doch ein bisschen komplizierter wird, dann klebt der sehr am Text. Also so, was da so genau passiert, so mit Emscher und Umbau und so, das hat er so nicht frei reden können. Toll, ne? Oder? Emscher-Umbau, super Sache. Ist die Bäue bei euch schon wieder sauber? Naja, noch nicht. Da sind sie aber gerade dran. Aber was... Das ist die Hammersache. Das ist das wichtigste, größte, geilste Infrastrukturprojekt, was es überhaupt gibt der Welt. Der Umbau der Emscher zu einem Fluss wieder.
Wahnsinn. Für mich ist die Bedeutung des Menschen darin so wahnsinnig. Der Mensch ist in der Lage, seine Umwelt zu ruinieren, aber er ist auch in der Lage, sie wieder zu retten. Und das gibt einem Hoffnung für die Zukunft, wenn ich zum Beispiel an den Hambacher Forst denke. Hast du das letzte gehört vom Hambacher Forst? Das letzte, was ich gehört habe, das sind halt so ein paar Bäume. Also jetzt, Forst ist echt ein großes Wort für so ein kleines Wäldchen. Ja, aber schlau gemacht. Schlau gemacht. Aber das Irre, was ich jetzt gehört habe, die haben gesagt so, ja, der ist 12.000 Jahre alt. Dann haben, ja, hat man jetzt gesagt, Millionen so, hör mal, noch, oder? Die Kohle unten drunter ist noch älter übrigens, das war auch mal Wald, aber das ist eine andere Frage. So, 12.000 Jahre alt, ne? Ist ja in Ordnung so. Also die Bäume halt nicht, aber da war schon mal Wald, so vor 12.000 Jahren. Dann haben die gesagt, ja, das ist ja nicht schlimm, weil dahinter, da wird ein Wald gebaut, der ist viermal so groß wie ein Wäldchen davon. Ja. Und dann haben die jetzt gesagt, das mag ja sein, dass da Bäume wachsen. Aber das sind nicht die richtigen, ne? Nee, aber der Untergrund von den Bäumen, da wo die Bäume drauf wachsen, da braucht 12.000 Jahre, um so zu wachsen. Ja, das deswegen geht da nicht. Da dachte ich, es gibt so diesen Mann, der so Peter Wohlleben, dieser Förster, der da mit den Baumwurzeln redet und so. Das finde ich so irre, dass ein Wald mittlerweile so eine eigene Intelligenz und Sozialsystem zugestanden wird, den Deutschen an für sich aber nicht. Ich bin für Holzmöbel. Bottrop, nochmal, ich finde eine ganz tolle Sache, da kannst du mir vielleicht was zu sagen. Wir waren ja letztes Jahr mit eurer Lokalredaktion vor Ort, da gab es nebenan diesen großen Leerstand, dieses ehemalige Kaufhaus. Und jetzt hat in Bottrop ein neues Kaufhaus aufgemacht. Das gibt es total selten in Deutschland. Moses heißt das, weil es eine Kette ist aus Rheinland-Pfalz. Freut ihr euch in Bottrop? Glaubt ihr an die Zukunft? Lohnt es sich, Bottropper zu werden? Sollen wir zum Shoppen heute Nachmittag noch nach Bottrop düsen? Also, sind viele Fragen. Aber schön ist es. Das ist total schön. Ich finde, das ist so ein Zeichen für eine Stadt, so ein Optimismus, der dann aufkommt. Das ist toll, das ist richtig toll. Das trotz SPD-Regierung. Auch da sind wieder zwei Entwicklungen, die ich bemerkenswert finde, so Metadinger. Ne? Und zwar die A-Lagen, also so eine Kaufhauslage, die ist ja eigentlich deswegen so kaputt gegangen. Es ist eine A-Lage in der C-Stadt, aber das ist egal. Entschuldigung. Ja. Ich werde hier gerade total überblendet, weil da vorne ist ein Spiegel und der blendet mich hier rein. Das ist Wahnsinn. Ja. Diese A-Lage, die ist halt kaputt gegangen wegen den ganzen Entwicklungen. Also Zentren, die gebaut werden, Zentro, Limbecker Platz, Kaufkraft ist abgeflossen, Internethandel hat alles ruiniert, ist kaputt gegangen. Dadurch sind die Lagen frei geworden. Jetzt könnte man erwarten, dass da nichts mehr passiert. Aber dann kommt eine zweite Entwicklung, die auch aus dem Internet kommt. Und zwar, der Möbelhandel wird revolutioniert, der Möbelhandel wird geändert. Du hast mit einmal hochwertige Möbel, die aber als Schrottmöbel oder kaputte oder angeschlagene Möbel günstiger verkauft werden können. Retourwaren, die mit einmal gehandelt werden können. Und so ein Internethandel hat sich dann in dieses Kaufhaus eingemietet. Home24 heißen die. Die haben dann unten drunter so eine Verkaufsfläche gemacht. Eigentlich ein Internethandel. Und für die Retourware haben die das gemacht. So sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber das ist halt alles ein bisschen angedutscht, ist alles ein bisschen billiger, aber tolle Möbel. Ja, Moment, aber das, was jetzt da reingegangen ist, nicht, dass du eine Klage an den Hals kriegst. Das neue Kaufhaus Moses ist ein Kaufhaus mit hochwertigen Waren. Ja, lass mich doch mal zu Ende erzählen. Okay, Entschuldigung. Oh. Und dadurch hast du aber eine ganze Fläche in diesem Riesenkaufhaus weg, die vermietet ist, die aus dem Internethandel neu belebt worden ist. Dadurch hast du oben drüber die Fläche kleiner. Du musst nicht so viel Verkauf pro Quadratmeter schaffen. Dadurch wird das wieder relevant für so ein Kaufhaus mittlerer Größe, so ein Moses-Kaufhaus, die dann andere Waren anbieten können, weil die von dem Kostendruck her viel kleiner sind. Ja, okay. Du musst nicht so ein Riesenhaus bespielen. Dann haben die oben drüber zwei Etagen weggenommen und haben gesagt, da machen wir Hotel rein, anderes Gewerbe. Buff, funktioniert. Der Deal geht auf. Und das ist halt der Wandelfähigkeit des Menschen. Wenn etwa zu Ende ist, eine Geschichte wie Kaufhof oder so, oder Karstadt in der Stadt, ist das nicht das Ende der Stadt und ist nicht das Ende des Handels. Wenn wir im Internet Sachen kaufen, heißt das nicht, dass wir alles im Internet kaufen. Das heißt nur, wie unsere Städte organisiert sind, wird geändert. Und diese Revolution unserer Umwelt durch die Digitalisierung, die sich durch Handel vor Ort manifestiert, das ist für mich so ein Hoffnungsschimmer, das ist Wahnsinn. Aber der Wunsch nach Stadt ist ja riesig, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Die Leute wollen ja in die Städte, die wollen ja nicht mehr auf dem Dorf wohnen. Und wir leben da anders. Wir wollen da Veranstaltungen haben, wir wollen Reden haben, wir wollen Erlebnisse haben, das wollen wir. So, das nur mal so kurz gesagt, genau. Thema Wirtschaft, bleibe ich mal dran. Braune Buchsen, hatte ich drüber geredet. Thema Wirtschaft. Es gibt immer so ein kurz vorm Tag der Deutschen Einheit. Am 3. Oktober ist ja wieder Tag der offenen Musch.
Moschee. Ich hatte es immer falsch verstanden im Radio. Heute ist ja Tag der offenen Moschee. Und ich dachte, was sagt die jetzt? Tag der offenen Moschee, nicht Moschee. Und da gibt es immer so einen Bericht der Bundesregierung, Vergleich Ost-West. Und dann haben die gesagt, hey, die Löhne im Osten immer noch 18% hinter denen im Westen. Das heißt, wir könnten demnächst einen zweiten Equal Pay Day veranstalten. Also der Frauen-Equal Pay Day, habe ich nachgeguckt, ist nächstes Jahr am 18. März. Der West-Ost-Equal Pay Day wäre am 6. März. Das sind 65 Tage, 18%. Am 6. März wäre Equal Pay Day. Ab dann bekommen die Ossis das Geld, was wir auch haben. Aber der Equal Work Day wäre 40 Tage später zu Ostern. Was ist das? Das ist genauso viel Arbeit. Arbeiten die wenig? Oh, natürlich. David. Also, das ist eben. Ich habe mal eine Frage da an dich. Ne? Mhm. Guck mal, das heißt ja, dass Frauen auch 20% weniger verdienen. Ne? Ja. Im Osten auch 20%. Ja, das heißt, eine Frau im Osten kriegt drauf. 40% weniger? Ja, das wäre dann, nee, 20 von 20 ist ein bisschen weniger. Das sind dann, also, dann hast du nur noch 82 und davon 20% sind 16 weniger. Das sind irgendwas anderes. Also nicht ganz, weil das ja nur noch die 20% von dem, was die anderen weniger ist. Du weißt es also nicht, ne? Was ich mich frage, ist, wenn wir das... Wäre das schön, Equal Work Day? Also geben den Ossis erst den Equal Pay Day? So feiern wir am 6. März, hey, ja, Sauerei, ihr werdet unterdrückt. Und 40 Tage später, Ostersonntag, sagen wir so, jetzt fangen die Ossis normalerweise an zu arbeiten. Ein bisschen Rassismus muss sein. Ich will bei der Frage bleiben. Ja, sag mal, nicht. Sag mal, oder sind die Statistiken einfach übereinander gelegt? Dass ja, die halt rausgekriegt haben, dass die in der sowjetisch besetzten Zone sowieso weniger Kohle kriegen und da sind dann die Frauen bei und die versauen den Schnitt bei den Frauen? Also diese Frauen-Equal Pay ist ja auch so eine Sache, will ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Also es gibt ja natürlich ganz, ganz wenige Beispiele dafür, dass zwei Menschen, die den gleichen Job, zwei Menschen, die nebeneinander am Pflegebett stehen, die bekommen natürlich dasselbe Geld. Das ist überhaupt keine Frage. Also diese Ungleichgewichtigkeit entsteht ja dadurch, dass Frauen zwei Gehaltsstufen tiefer sind oder nur Teilzeit arbeiten oder so. Das ist natürlich eine irrsinnige Frage. Da muss ich fragen, warum sind es die Frauen, die dieses alternative Modell wählen? Also der Typ geht nach wie vor Vollzeit arbeiten und die Frau oft nicht, kann es nicht, darf es nicht, jetzt gelingt nicht, was weiß ich, was da alles hinderlich ist. Und ja. Das, was du da gelegt hast, das dürfen wir nicht vorlesen. Ja, dann macht er aus dem F ein N und dann heißt es nicken oder so. Ticken geht doch auch. Ticken. Es gibt auch einen doppelten Buch. Aber F gibt 3 und T nur 2. Also aus Erdogan, wenn man anlegt, kann man Ticker. Und das andere machen wir nicht? Rotz kann man sagen. Rotz Quark und Tussi, das sind ganz normale Wörter. Die lassen sich alle an Erdogan mit einigermaßen. Pass auf, ich bin noch nicht durch. Jetzt unangenehmes, unsauberes Thema hier. Ich lese es dir mal hin. Ja. Morde, Rechtsradikale. Hart, ne? Also sag der mal, Tagesspiegel Zeit Online, die haben halt die rechtsradikalen Morde oder Morde von Leuten, wo die Täter rechtsradikalen Hintergrund hatten. Verglichen mit dem, was die Bundesregierung gesagt hat. Ja. Und es waren doppelt so viele. Doppelt so viele und dann noch Mordopfer, wo man halt rechte Motive des Täters vermuten konnte, weil es Indizien gab. 169 Menschen von Nazis umgebracht. Das sind die ohne die Verdachtsfälle. Das sind die 169 explizit. Und es muss so gewesen sein, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man auch die NSU-Morde nicht als rechtsradikale oder faschistische Morde gewertet hat, weil ja erst bei der Aufnahme der Tat ging es ja darum, dass das irgendwelche Familienstreitigkeiten gewesen sein könnten. Krass, ne? Es ist ekelhaft. Und das ist halt was, wo der Verfassungsschutz die ganze Zeit mit Maaßen und Konsorten seine Finger drin hatte. Ey. Das ist der Grund, warum ich den Typen so weit traue, wie ich ihn auswerfen kann. Gut. So. Hast du noch was hier? Du hast noch was. Nee, wir müssen nur über ThyssenKrupp reden. Das wichtigste nicht. Thema vom Ruhrgebiet. Doch. Warum müssen wir darüber reden? Weil das wichtigste Thema vom Ruhrgebiet ist. Die Krupp-Stiftung versagt. Hat versagt. Ja, wie immer. Jetzt ist halt vorbei mit Versagen. Ja, jetzt kann sie für sich versagen, aber nicht mehr zu melden oder wie oder was. Hilf mir, ich bin kein Wirtschaftsmensch. Also erstmal finde ich das total spannend, weil das ist ein Thema. Entschuldigung, wird aufgespalten, muss man sagen. Also der große ThyssenKrupp, es gab den Druck von Investoren, von so, wie heißen diese Firmen da, Geldanlagefirmen, Geldwaschanlagen. Die Stiftung. Die haben gesagt, Leute, hier, das gehört nicht zusammen. Und jetzt haben sie gesagt, wir spalten auf, Stahlbereich und Aufzüge, Rolltreppen, was ist in dem Bereich drin? Materials und Industrials kann ich nicht auseinander. Ja, sowas. Und im anderen ist halt Stahl, Schifffahrt und sowas. Das ist das wichtigste Thema im Ruhrgebiet, aber das interessiert die Menschen im Ruhrgebiet einen Scheiß. Schon lange nicht mehr. Die sind alle wie du, die interessiert das einfach nicht. Das ist so wie die,
mit der. Ich schneide das immer aus. Ich habe Papier und schneide das auf, klebe das bei TK immer ein. Aber bei der Steinkohle ja auch. Weißt du, das ist halt ein wichtiges Ding, dass wir, dass die Steinkohle verschwindet, interessiert auch keinen Menschen. Nee, weil das so langsam sich rausgeschlichen hat. Ja, gut, aber dass das wichtig ist, warum? Was heißt das? Wenn die sich ausspalten, was heißt das ja, für uns? Ja, das heißt erstmal, dass das Ruhrgebiet selber den industriellen Kern, Restkern verliert. Die Steuerung dieses neuen Stahlkonzerns, der wird aus Holland erfolgen, das geht halt weg. Und diese Aufzugssparte ist natürlich super profitabel, super Business. Das wird jetzt halt auch wegwandern. Das ist einfach Geschichte. Wir sind kein Industriestandort. Das sage ich schon lange, dass im Sauerland der Industrialisierungsgrad teilweise höher ist als bei uns im Ruhrgebiet. Das liegt daran, dass in so kleinen Dörfern, wenn einer der beiden männlichen Bewohner, die da lesen und schreiben können, wenn er nach Feierabend am Auto rumschraubt, haben die da 50% Industriearbeitsplatz. Ja, so ungefähr. Nein, die haben da die Zuliefer in den Tälern. Komm, die schrauben. Pass auf, bevor wir abhauen, mache ich jetzt einen Werbeblock. Und zwar wechselseitigen. Ich habe mir ein Buch gekauft, ach, das hört sich so sensationell an. Ich habe wahrscheinlich eins der wichtigsten Bücher dieses Jahres. Ach, es ist überstrahlt. So machen, so. Es strahlt immer noch. So. Ja, egal, ich lese es einfach von mal vor. Von Aladin. Du liest es vor. Von Aladin El-Mafalani, ein super Professor aus Dortmund, der jetzt im Ministerium, im Kinderministerium bei Herrn Stamp arbeitet, also machen auch Migration, Integration. Der hat das Buch geschrieben, das Integrationsparadox. Der sagt irgendwie, wir hatten schon kurz darüber geredet, wenn die Leute sich heftig streiten um das Thema Migration, das ist ein Zeichen dafür, dass Migration gelingt, weil man streitet sich nicht um nichts. Also es geht um Verteilung und das heißt, die Migranten sind, du hast es letzte Woche so schön bildlich gesagt, sitzen mit am Tisch und wollen auch was vom Gulasch haben. Und in dem Moment muss man sich drum kloppen, wer den dickeren Fleischklops bekommt. Aladin ist hier, wo wir jetzt sitzen, und zwar am kommenden Freitag, das ist der 5. Oktober. 5. Oktober. In Essen, Akazienallee, in eurem wunderbaren Buchladen und macht eine Veranstaltung. Ist Eintritt frei? Ich glaube sogar frei. Eintritt frei, oder? Aber ausverkauft. Ha, ich habe eine. Ja, warum mache ich denn hier die Werbung? Ja, weil wir livestreamen. Weil also, man könnte bei Tour YouTube aufmachen. Sehen, ihr könnt bei Facebook sehen, ihr könnt da einfach mit zugucken. Es wird live gestreamt. Sagt, dass gestreamt wird. Wir werden streamen und wir werden den Ton im Griff haben. Wir sind Profis. So, und ich werde dann eine schlaflose Nacht haben. Ich komme natürlich hier hin, weil ich den großartig finde. Aladin hat nicht nur, oder Herr Professor Al-Mafalani, hat nicht nur großartige Ideen im Kopf, der kann die auch noch toll rüberbringen. Ich habe ihm gesagt, wenn das mal nicht mehr klappt mit der Politik oder Wissenschaft, geh auf die Bühne. Das macht er ja eh. Wir sind Fan. Ja, absolut. Bekennender Fan. Und ich gehe auch immer zu seinen großartigen Veranstaltungen im Dietrich-Keuning-Haus. Alle 2 Monate macht er da eine Talkshow, Migrationsgeschichten und so. Das sind wahnsinnig gute, mutige, intelligente, teilweise gut aussehende Menschen. Und das lohnt sich. Und dieses Keuning-Haus wird wirklich zum Zentrum der kulturellen Auseinandersetzung mit dem Thema Migration. Und da ist er nicht unschuldig dran. So, und wenn der Freitag hier vorüber ist, gehe ich nach Hause und habe eine schlaflose Nacht, weil dann mich der Vorverkauf für meinen kleinen, bescheidenen Geierabend anfängt. Jetzt frag mich doch, hey, Geierabend letztes finden. Jahr war doch, letztes Jahr war doch Bottrop unsere Partnerstadt. Darf ich noch nicht verraten. So. Ja. Aber ich habe das Motto. Wir haben ein wunderbar lyrisches Motto, das ich auf Schlüsselanhänger nähen möchte. Zechen und Wunder. Boah. Zechen und Wunder beim Geierabend. Ja. Geht da alle hin, das ist auf jeden Fall eine Bombenveranstaltung. Ich bin da, seitdem ich da hingehen darf, jedes Jahr wunderbar gerne. Habt ihr denn die Stücke schon geschrieben? Wir sind da heftig dabei. Wir haben uns ja total gewandelt. Wir haben neue Leute, wir haben tolle neue Leute. Den Bender hat er. Nein, den Bender haben wir nicht. Wir haben den Till Beckmann haben wir da. Der hat das Drehbuch mit seinem Bruder zusammengeschrieben für Junges Licht von Adolf Winkelmann. Der gehört zu diesem großen Beckmann-Clan. Wen hat er denn noch als Neuen dabei? Den Till, ne? Wir haben den Till, ja, den habe ich ja gerade erwähnt, den Obel, nicht den Till. Wir haben jetzt Till und Obel wiedervereint. Also Till, Regisseur, Beckmann...